Liebe Zuschauer, es ist eine schöne Tradition geworden, dass wir uns zum Jahresende immer mit dem Stadtoberhaupt der Stadt Zwickau verabreden. In diesem Fall ist es unsere Oberbürgermeisterin Constanze Arndt. Frau Arndt, ich freue mich, dass Sie Zeit für uns haben, dass wir uns kurz ein bisschen unterhalten, wie das zurückliegende Jahr so gelaufen ist, was die Visionen der Stadt sind. Ich mache mal eine Steilvorlage. Wir saßen genau vor einem Jahr hier zusammen. Da war die Zeit Pandemie geprägt. Wir haben gedacht, das war's schon. Und 2022 ging noch ein bisschen mehr. Ja, das kann man so sagen. Also erstmal herzlich willkommen hier bei mir im Rathaus. Ich freue mich immer, wenn unser Westsachsen TV da ist und treu über die vielen Monate und Wochen immer berichtet über das, was eben hier in Zwickau in der Region stattfindet. Und das ist, glaube ich, für viele Zuschauer immer wieder interessant. Ja, natürlich, wir wissen auch heute nicht, wie wird das Jahr 2023. Und so ist es uns natürlich im letzten Jahr auch gegangen. Wenn man dann zurückblickt, weiß man, dass man einfach immer mit Überraschungen rechnen muss, dass es gut ist, wenn man aufgestellt ist für viele Eventualitäten, dass man immer bereit sein muss, einen Plan auch mal umzuwerfen und neu anzusetzen. Und das wurde uns natürlich im Jahr 2022 auch enorm abverlangt, allen. Also damit schließe ich ein, dass es für uns als Stadtverwaltung natürlich auch eine Riesenherausforderung ist, mit diesen ganzen Gegebenheiten umzugehen. Natürlich für die Bürger, für die Vereine, für die Unternehmen hier vor Ort, die mit eben auch dem Ausbruch des Krieges, den damit verbundenen Veränderungen in Wirtschaftskreisläufen, Energiesicherheit auf einmal völlig neue Fragestellungen auf einmal hatten. Und vieles, was für uns vorher normal gewesen ist, war auf einmal eben ja, alles andere als selbstverständlich. Und da hat man schon gespürt, wie sensibel auch wir manchmal sind. Und ja, aber ich habe eben auch erlebt, diese große Solidarität der Menschen im Frühjahr, als eben die Unterstützung für die ukrainischen Flüchtlinge angelaufen ist, die ja zum Teil bis heute ungebrochen ist. Leider beschäftigt uns dieses Thema noch. Und ich glaube, jeder von uns wünscht sich einfach fürs nächste Jahr oder lieber heute als morgen, dass wieder Frieden ist. Natürlich in der Ukraine, aber nicht nur. Wir wissen, dass auf der Welt an anderen Stellen auch viele Kriege sind, Konflikte sind, die oft heutzutage gar nicht mehr militärisch ausgetragen werden, sondern gewisse politische Ebenen erreichen, wo man mit Embargos und abgebrochenen diplomatischen Beziehungen das Leben für die Menschen an der Basis schwerer macht. Da würde ich mir wünschen, dass das Jahr 2023 vielleicht eins wird, wo man auch wieder ein bisschen mehr befrieden kann. Und so gehe ich mit Hoffnung auch in das neue Jahr, genauso wie ich mir auch für 2022 vor einem Jahr gewünscht habe, dass vieles wieder bergauf geht. Und manches ist uns ja auch gelungen. Es ist uns gelungen. Ich erinnere mich, im Mai saßen wir hier. Wir haben diesen Vertrag unterzeichnet, dass die Rekonstruktion des Schockenkaufhauses losgeht. Wir waren zur Grundsteinlegung und dann zum Richtfest bei der WHZ auf dem Scheffelberg. Also ich glaube, dieser Optimismus, der uns zusammenschweißt, das ist eine gute Sache und wir sind auf einem guten Weg. Ja, also auch wenn der Alltag oft mit Herausforderungen geprägt ist, viele haben sich über Baustellen beschwert im vergangenen oder im noch laufenden Jahr und an sich ist das ja immer ein gutes Zeichen. Also natürlich hier präsent bei uns die große Baustelle mitten in der Stadt, dass nun endlich das Schocken gebaut wird. Also da haben viele Leute über viele, viele Jahrzehnte, muss man sagen, darauf hingewirkt. Natürlich eben auch das neue Studentenwohnheim, eine Besonderheit. Wir haben eine tolle neue Sprachheilschule in Betrieb nehmen können, oben in Neuplanitz. Und wir bauen das Feuerwehrgerätehaus Marienthal, was wir Anfang nächsten Jahres dann auch den Kameraden übergeben können. Und natürlich viele Straßenbaustellen, auch das Thema Glasfaserausbau, wo in der Stadt Zwickau nun auch viele Löcher gegraben werden, zum Leidwesen vieler Verkehrsteilnehmer. Es betrifft ja nicht nur die Autofahrer, es ist auch für Radfahrer, Fußgänger oft ein kleiner Hürdenlauf.
Ich will damit einfach sagen, ja, auch wenn die Herausforderungen groß sind, man manchmal vielleicht kleinere Brötchen backen muss, aber wir bewegen uns voran und ich bin mir sicher, das wird uns auch für das Jahr 2023 gelingen. Schauen wir noch mal ein Stück zurück. Es gab diese Protagonisten, ich spreche hier von unserer Kulturzeit, ich spreche von Kraus-Event, die es gewagt haben, auch wieder Kultur für die Menschen zu veranstalten. Auf jeden Fall. Und ich kann mich erinnern, als wir so in die ersten Planungen, also wir, vor allen Dingen die Kultur Z und natürlich diejenigen, die dann auf dem Weihnachtsmarkt auch stehen, vielleicht im September überlegt haben, wie wird der Weihnachtsmarkt dieses Jahr aussehen. Da war schon noch die Unsicherheit dabei, wird es aufgrund von pandemischen Bestimmungen Einschränkungen geben. Deswegen wurden manche Buden eben nicht aufgebaut, weil das für die Händler eben keine Planungssicherheit gegeben hat. Aber trotzdem, wir haben eine Fashion Night gehabt. Wir haben ein großes Stadtfest feiern können. Wir haben tolle Veranstaltungen in der Stadt gehabt. Wir haben wieder Classics unter Stern gehabt, Veranstaltungen auf der Freilichtbühne, im Schwanenteichpark, das Zwickifax und auch das Robert-Schumann-Lichterfest, was ja eine unglaubliche Besucherresonanz hatte. Und also es gab kaum ein freies Wochenende im Sommer, wo man nicht hätte irgendwo was erleben können. Und ich hatte den Eindruck, die Menschen haben sich wirklich darauf gefreut und haben das angenommen. Ich will auch an Fête de la Musique erinnern. Im Juni, fester Termin, wird es auch im nächsten Jahr wieder geben. Eine ganz sympathische, etwas kleinere Veranstaltung, die sehr gut angenommen wurde. Auch Schumann swingt, also, aber auch die Clubs, wenn ich hier an Club Seilerstraße, Mokka-Bar denke. Jeder hat so an sich, an seiner Stelle sich Gedanken gemacht und ist kreativ geworden. Und am Ende konnte man für die Zwickauer und den Menschen, unseren Besuchern hier aus der Region, glaube ich, ein gutes kulturelles Angebot zur Verfügung stellen. Und allen voran natürlich auch unser Theater, das möchte ich an der Stelle nicht unerwähnt lassen, das nun endlich wieder im sanierten Gewandhaus mit relativ normalen Spielplan, mit einem neuen Intendanten mit voller Kraft in die Spielzeit gehen konnte. Das Puppentheater, was sein 70-jähriges Jubiläum gefeiert hat. Wir haben den Grundlagenvertrag für das Theater neu verhandeln können und für die Kulturschaffenden, glaube ich, war es ein wichtiges Signal, dass wir dort eben für die nächsten 6 Jahre den Theaterbetrieb wieder festgelegt haben. Da habe ich mich schon sehr gefreut darüber. Und wir haben gemerkt, wenn wir unterwegs waren, die Menschen rücken zusammen. Es gibt Initiativen, ich erinnere an das Weihnachtswunder, was spektakulär für Zwickau war. Da haben sich Leute gefunden, völlig uneigennützig, Geschäftsleute oder zusammen füreinander. Einfach diese Aktion, ich glaube, Zwickau ist, ich sag's mal so, lebens- und liebenswert. Auf jeden Fall. Und das ist auch das, was ich mir wünsche von meinen Mitstreitern und Mitmenschen. Und Gott sei Dank haben wir da viele auch hier in Zwickau, dass man weniger auf das Problem schaut, sondern mehr auf die Lösung. Und dass wir für die Menschen, denen es schwerer fällt, die größere Probleme haben, denen es nicht so gut geht, die vielleicht durch eine Erkrankung oder andere Umstände benachteiligt sind, dass wir für die einfach mit da sind. Und gerade die Aktion Zusammen füreinander repräsentiert das hervorragend. Und ich finde, daran erkennt man auch immer wieder, was eigentlich möglich ist, also was auch bei uns für Kraft eben drinne steckt, wenn es drauf ankommt. Frank, ich danke Ihnen für diesen Optimismus, den Sie hier verstrahlen. Und ich glaube, das sollten wir alle tun. Das sollten die Medien in unserer Stadt tun. Wir sollten zusammenrücken. Und ich sage mal, das ist jetzt Ihre Plattform für die Bürger der Stadt. Ja, also liebe Zwickauer, ich freue mich auf ein neues Jahr mit Ihnen gemeinsam, 365 Tage, die mit Sicherheit wieder viele tolle Momente für uns bereithalten. Ich wünsche Ihnen im Persönlichen natürlich, dass Sie gesund sind, dass Ihnen auch das gelingt, was Sie sich vornehmen. Und gemeinsam freue ich mich mit Ihnen darauf, dass wir uns wieder sehen und treffen. Und vielleicht besuchen Sie mich mal in der einen oder anderen Bürgersprechstunde oder wenn ich wieder mein Marktgespräch mache. Denn so der persönliche Kontakt mit Ihnen ist das, was mir eigentlich immer wieder Freude bereitet.